Nicht mehr reif für die Insel. Immer mehr englische Fußballfans wenden sich von der Premier League ab. Zu teure Tickets, zu kommerziell. Per Billigflieger gönnen sie sich Stippvisiten in der ersten und zweiten Bundesliga. Vor allem beim FC St. Pauli suchen sie ihr Fußballerlebnis. Millantor-Roar. Auch diese Fans lieben ihn. Es ist Sonntagnachmittag und es läuft Fußball im Nebenzimmer des Pubs Hoy & Helmet in Benfleet vor den Toren Londons. Ein Spiel des FC St. Pauli. Diese Engländer gehören zu der immer größer werdenden Zahl von Fußballfans auf der britischen Insel, die sich in deutsche Stadionatmosphäre wie auf St. Pauli verliebt haben. Up there, up front, St. Pauli! St. Pauli, go on! What have we got? Mit dabei Melvin Dearlove, genannt Mel, und sein Sohn Jack. Ihr Herz gehört dem deutschen Fußball und vor allem St. Pauli. Die ganz spezielle Stimmung dort kennen sie nicht nur aus dem Fernsehen. Das ist sehr einfach. Die Fans sind super, die Atmosphäre ist super. Du kannst Bier auf der Tribüne trinken, du kannst früh ankommen und das alles genießen. Und die Fans sind einfach fantastisch. All das, was ein Fußballverrückter wie Mel längst am englischen Fußball vermisst. Deshalb fährt er seit 4 Jahren häufig zum FC St. Pauli. Für ihn und seinen 21-jährigen Sohn Jack sind das wahre Pilgerreisen. Zu fußballerischen Werten, die sie in der Heimat nicht mehr finden. Am meisten ist die Meisterschaft durch das Geld verändert worden. Die Spieler verdienen 70.000 Pfund in der Woche. Das ist mehr, als ich in 3 Jahren verdiene. Die ganze Liga ist mit Geld gewaschen. Es geht nicht mehr darum, wo du herkommst oder für welches Team du bist. Es geht nur noch ums Geld. Und das hat die Seele weggenommen. Der 52-jährige Mel hat sich sogar von der Premier League abgewandt. Obwohl er bis vor 2 Jahren noch beruflich mit ihr verbunden war, er arbeitete für einen der großen Traditionsvereine. Ich habe als Scout in der Premier League für Liverpool gearbeitet und aufgehört. Der entscheidende Punkt für mich war, als 2 Amerikaner den FC Liverpool gekauft haben, dass der Verein damit einer von den beliebigen Premier League-Vereinen geworden ist und seine Seele verloren hat. Nach 12 Jahren beim FC Liverpool ist Mel heute Fußballlehrer beim Drittligisten Southend United. He passes to Paul. Paul calls overlap before he plays. Overlap. And then Paul does his overlap. Mel Dearlove und der Fußball, das ist ein Vollzeitjob und facettenreich. Er bildet vormittags sozial schwache Mitbürger in Southend-on-Sea zu Trainern aus, am Nachmittag das Kontrastprogramm. Er organisiert Fußballspielstunden für Kinder, wie hier an einer Vorschule. Mit 50 Jahren zurück zu den Wurzeln, der große englische Fußball ist nicht mehr seine Welt. Obviously it meant that they could. Ganz offensichtlich können sie die besten Spieler der Welt kaufen und halten, aber die Clubs haben sich von den Fans entfernt. Das sind heute reine Sitzplatzstadien und alles wird vom Geld gesteuert. Das hat nichts mehr mit den Fans zu tun und der Gemeinschaft rund um den Club. Fans wie Mel sind kein Einzelfall in Zeiten, da in England die Zuschauer gegen die Kommerzialisierung protestieren. Besonders öffentlichkeitswirksam beim Verkauf von Manchester United an US-Milliardär Malcolm Glazer. Britische Medien berichten von einem Trend. Immer mehr Fans wenden sich von der Premier League ab und der Bundesliga zu. Besonders beliebt neben St. Pauli, der 1. FC Nürnberg, Schalke und Bayer Leverkusen. Auch Mark Perryman, Autor zahlreicher Bücher über Englands Fanszene und Fanbeauftragter des Nationalteams, weiß um diese Entwicklung. Er bezahlt selbst für seine Tottenham-Dauerkarte über 1.200 Euro. Das frustriert, wie so viele Vorgänge im Mutterland des Fußballs. Die Bundesliga hat eine hohe Attraktivität im Vergleich zur englischen Premier League. Und die englischen Fans werden immer mehr auf diese Attraktivität aufmerksam. Nicht unbedingt, was das Spiel angeht, aber sie haben sehr viel Sympathien für die Bundesliga. Die Eintrittspreise sind sehr viel günstiger. Die Liga bietet viel mehr Konkurrenzkampf, viel unberechenbarer. Du kannst stehen, du kannst trinken in einem Bundesliga-Stadion und du kannst um 18.30 Uhr nach Hause gehen und die Höhepunkte des Spiels sehen. Keiner dieser Faktoren funktioniert in England. Highlights of all of the games. Those factors, none of those factors operate in England. Koffer packen bei den Dearloves in Benfleet. Es ist Samstag, 4 Uhr morgens, als Vater und Sohn das Haus verlassen.
In 2,5 Stunden geht ihr Flugzeug ab London Stansted mit dem Billigflieger in die Bundesliga. Das gönnen sie sich an mindestens 10 Wochenenden im Jahr. Die Reise muss nicht einmal langfristig geplant werden, um trotzdem günstiger zu sein als Fußballvergnügen in der Heimat. Mel stellt eine verblüffende Rechnung an. If you want to watch a Premiership game in London, wenn du ein Ligaspiel von Arsenal sehen willst, kostet das 60 bis 70 Pfund. West Ham ungefähr 55 bis 60 Pfund und das nur für die Eintrittskarten, ohne die Fahrtkosten. Um nach London zu kommen, bezahle ich 15 Pfund hin und zurück. Für ein St. Pauli-Spiel bezahle ich 10 Euro Eintritt. Für den Flug bezahle ich dieses Mal 20 Euro und für die Übernachtung 40 Euro. Für uns ist es billiger, nach Deutschland zu reisen, um St. Pauli zu sehen und die super Stimmung zu genießen, als nach London zu fahren. Der Tag vor dem Spiel läuft für Vater und Sohn nach einem festen Ritual ab. Ein Spaziergang durch das Hamburger Hafenviertel gehört dazu. Auch ein Besuch im Fanladen, dem Anlaufpunkt für die Zuschauer, die von auswärts anreisen. Hier bekommen die Engländer ihre Tickets für bescheidene 10 Euro. Danach geht es zur obligatorischen Fanparty ins Jolly Roger, das St. Pauli-Fanlokal. Mel und Jack sind nicht die einzigen Briten heute. Rund 400 Fans von Celtic Glasgow sind ebenfalls angereist. Es existiert seit vielen Jahren eine Fanfreundschaft, die einmal im Jahr gefeiert wird. Schnell wird klar, dass das Spiel hier nicht alleine im Mittelpunkt steht. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel ausgehen wird, aber ich erwarte eine fantastische emotionale Atmosphäre. Auch Sven Brooks, Sicherheitschef und Fanbeauftragter des FC St. Pauli, weiß, warum sein Verein und andere deutsche Clubs auf der Insel immer beliebter werden. Das kriegen wir jetzt mit, dass die Leute hierher kommen, nicht nur zu St. Pauli, zu vielen deutschen Vereinen, aber ganz speziell zu St. Pauli. Sie wollen ja alten Fußball erleben, Stehplätze, Bier trinken, rauchen, rumspringen, singen. Ich selber war noch nie bei einem St. Pauli-Spiel, aber das ist eins der Spiele, die man sehen sollte. Ja, ich würde gern ins Maracanã-Stadion gehen, ich würde gern Bayern München spielen sehen, ich würde gern San Siro sehen, aber am allerliebsten möchte ich mal ein Spiel des FC St. Pauli sehen. Ich habe mich über die Vergangenheit informiert und all die ganzen Geschichten drumherum. Und das ist etwas, wofür ich eine sehr große Sympathie aufbringe. Vermutlich ist es der bekannteste deutsche Fußballverein in England. Sonntag, der Tag des Spiels gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, beginnt für Mel und Jack im Fanshop. Ein weiterer Grund für ihre Liebe zum Kiezclub. Die beiden liegen politisch auf einer Wellenlänge mit der Fanszene. Und sie haben festgestellt, auch im Bereich Merchandising ist hier vieles noch deutlich günstiger als in der Premier League. Früh nehmen sie ihre Plätze im Stadion ein. Sie wollen jetzt schon feiern und singen. All das erleben, was es beim englischen Fußball nur noch bei Derbys und Spitzenspielen gibt. Die Party auf dem Spielfeld bleibt heute aus. St. Pauli gerät früh in Rückstand. Dann verschießen die Hamburger sogar einen Elfmeter. Die Besucher aus England aber verlieren nicht ihren Spaß. Auch in der Stunde der Niederlage erleben sie fasziniert das, was die Stimmung in vielen deutschen Stadien ausmacht, speziell beim Kiezclub. Natürlich macht es mir was aus, dass sie verloren haben, aber das Entscheidende ist, dass die Fans bleiben und weiter feiern. In England wären sie schon weg und hätten das Team ausgebuht. Hier unterstützen sie das Team trotzdem und singen am Ende You'll Never Walk Alone und beklatschen die Spieler zum Abschied. Für Mel und Jack geht es zurück zum Flughafen, aber sie werden bald wiederkommen, denn sie haben ihr Herz auf St. Pauli verloren.